darfst mir gern mal Wille plus oder Glaube plus Psyche würfeln. Glaube plus Psyche, einen Ist Moment. ein Bonuswürfel tatsächlich. Also zu meinen zusätzlichen Würfeln ein Plus. Du, das ist ja die Bonus durch die deine Stirntätowierung, die auf mentalen Widerstand Bonuswürfel gibt. Okay. Also statt 6 insgesamt 7. Ups. Ja, es ist natürlich, du hast irgendwie kurz diesen Drang, zurückzuweichen, aber warum eigentlich? Das ist nur ein Typ und der ist auch nicht bewaffnet und einen willst du dich auch gar nicht prügeln gerade. Und wenn, dann haben die ja da sowieso verdient. Ich gehe nochmal auf ihn zu und strecke meine Hand aus. Wie, also zum Handschlag oder? Ja. Er verschränkt die Arme. Hinter ihm währenddessen sammeln sich weiter junge jarmedanische Männer. Bewaffnet? Nö. Ich schaue weiter interessiert zu. Was ist Angebot. Willst du hier, Fischer Kent? Ich, weiß ich von Fischerblut? Also Fischerkind ist eine Beleidigung. Ah, okay. Gibt's ähnliche Beleidigungen? Außer Ziegenficker? Es gibt einen. Oh Gott, wie heißt die? Buck, schaut mal Malorn, wenn das eskaliert. Dann sollten wir weg. Das sind nämlich zu viele. Wenn das eskaliert, habe ich einen ganz anderen Plan. Er schaut dich neugierig an. Du könntest vielleicht sowas wie ein Grinsen erahnen, aber das Staubtuch ist nach vorne gezogen, sodass du seine Mundwinkel nicht erkennen kannst. Solange die Gesamtsituation nicht eskaliert, wird das alles gut. Ich frage mich nur, was er will. Und was ist das für ein Typ? Dieser Behängte. Ja, wir werden gleich mehr erfahren. Bin mir nicht ganz sicher, was Philippos dort vorne tut, aber. Unser eigentliches Ziel wäre der Vorhang da gewesen, die Gasse, abgehängt. Warum er sich da jetzt so auf eine Provokation einlässt, natürlich, ich kann es verstehen. Ja, Medana. Aber. Nenn ihn einfach Schafhirte, wenn du ihn beleidigen willst. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Beleidigen. Was soll das? Schafhirte. Ich komme auch nicht in deinen Bezirk gelaufen und störe deine Leute. Nein, nicht in meinen Bezirk. Aber ihr wart in anderen Bezirken. Halt's Maul, Fischerkind! Kommt's aus der Menge der inzwischen sicherlich ein Dutzend jarmedanischen jungen Männer. Willst du was aufs Maul? Ja, alle dürfen übrigens Empathie würfeln. Ihr kriegt plus zwei Würfel, weil es wirklich sehr offensichtlich ist. Ich bin dumm. Dr. Donny denkt sich, alles gut. Also alle, die einen Erfolg haben, mindestens, merken, die Stimmung hier ist sehr angespannt. Philippos, du hast drei Erfolge und einen Trigger. Irgendwie macht es in deinem dunklen Gehirn wirklich Klick, so als hätte jemand spontan einen Lichtschalter angemacht. Und dir wird was klar. Philippos, was hast du die zwei Bonuswürfel eingerechnet? Ja. Yep. Instinkt plus Empathie. Ja, Nein, eins. Instinkt habe ich nicht dazu gerechnet. Nein, Instinkt nicht. Da hätte ich nochmal vier dazu. Nochmal vier. Ja, vier Würfel. Bitte würfel die doch. Autsch. Okay, fünf nehmen Erfolge, wir. Drei Trigger. Jetzt der Gedanke dir wird klar, vor 3 Wochen haben die Richter einen Isaaki niedergeschossen, also einen heiligen Sohn von denen. Die sind seitdem machtlos, die können nicht gegen die Richter losschlagen und du gibst ihnen gerade einen Anlass, jemanden in ihrem Bezirk zu steinigen, nämlich dich. Das wird es ganz schnell umschlagen, weil der Mann, der vor dir steht, hat jetzt also keinerlei Anhalt, seine Leute zurückzuhalten. Ja, ich bin ja Märtyrer. Nein, Schmann. Klick. Verpiss dich, Fischerkind! Der erste Mann geht nach vorne. Sein Gesicht tatsächlich wird immer wütender. Erst die Richter, erst die Wiedertäufer. Alle spucken sie auf uns. Obwohl jeder mit uns auserwählt hat. Ich sag, wir machen ihn fertig. Ich weiche einen Schritt zurück.
Ja, das erste Wurfgeschoss fliegt tatsächlich. Boss, soll ich ihn rausholen? Nein, warte. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Ja, in diesem Augenblick aussieht, dann hörst du einen Ruf: Schnappt ihn euch! Und das gute Dutzend junger Männer sprintet los, um dich zu erwischen. Ich drehe mich um und sprinte los. Und zwar, wenn das möglich wäre. Ah nein, nicht. Nee, passt nicht. Geht nicht. Okay, schon gut. Ja, wir würfeln jetzt erstmal alle Reaktionen plus Psyche. Gut. Weil das ist eine eventuelle Kampfsituation. Will jemand Ego ausgeben? Ja klar, warum nicht? Noch nicht. Nö. Bitte alle würfeln. Schreibt euren Initiativewert vor euren Charakter. Fünf Erfolge, zwei Trigger. Ja, das heißt, wie schreibt man das jetzt auf? 5/2 würde ich sagen. Was? Siehst du, wir wissen schon, dass es wichtig ist, dass irgendeine langsamste sein muss. Danke für die Post. 3, 2. Das Gute ist tatsächlich, ihr seid jetzt nicht so weit im Yarmidana-Gebiet drin. Was werden das sein? 20 Meter? Vielleicht 30? Frosty, was hast du jetzt aufgeschrieben? 0-1? Ja, kein normaler und eine 6. Die 6 ist auch ein Erfolg, also 1-1. Also 1-1, okay. Und je 2 Sechsen hat man eine zusätzliche. Das ist nicht die Anzahl der Würfel, die wir gewürfelt haben, sondern die Anzahl der Erfolge auf der linken Seite und auf der rechten Seite die Anzahl der Sechsen. Genau, weil die Trigger entscheiden, wie viele Aktionen ihr habt. Ihr habt normalerweise eine Aktion und Philippus hat diese Runde gar keine. Ich werde überrannt. Gut, dann ist natürlich der Schnellste dran und das ist Dr. Johnny. Ja, der wird sich jetzt hier einige Schritte in diese Richtung bewegen, zu dieser Häuserecke, denn der ist ein Doktor, der zufälligerweise gerade die Straße entlang läuft. Ohne zu rennen, der läuft einfach lang, der ist einfach ein Spitaler. Ja, kein Problem. Gehen wir zum nächsten in der Reihenfolge, das ist Ray. Nimmt den Teleskop. Nicht drei Trigger? Achso, ich dachte, das sind die Aktionen. Ja, ich schreibe mal einfach die drei Trigger hin. Er nimmt den Teleskopschläger in die Hand, aber klappt ihn noch nicht aus. Er wartet darauf. Also, ich verzögere das soweit, bis der Boss Befehle gibt. Genau, dann sind natürlich die Yarmidana dran, die losstürmen. Ich muss den einen mal hinten ziehen. Ich nehme einfach mal die beiden als versinnbildlichter yarmidanischer Mob. Die sich jetzt voller Wut auf das einzige Ziel stürzen, das sich ihnen bietet. Ich mach sie auch mal kleiner. -7. Also ich weiß nicht genau, wie weit man kommt, aber ich dachte mir so, die Straße wird man schon überquert bekommen. Ich stehe ungefähr in dieser Holzecke, wo ich jetzt auch langsam in diese Richtung weiterlaufe. Wirklich gemütliches Gehen. Also wenn ich in die Stadt gehöre und ich habe gar nichts mit anderen zu tun, was die da machen, weiß ich nicht. Die Bewegungsregeln in The Genesis sind auch so ein bisschen fragwürdig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aber passt ja, schon. Wir machen das jetzt so Pi mal Daumen. Genau, das wird schon. Auf jeden Fall, der yarmidanische Mob würfelt ist eine Athletikprobe, um zu gucken, wie nah sie an dich rankommen. Mhm. Dafug. Oh oh. Die sind wohl da. Gut, zum Glück können sie dich nur nicht angreifen. Das ist, also sie sprinten halt auf dich los und yarmidanischer Mob halt. Du siehst auf jeden Fall, du willst gerade umdrehen, du siehst, wie die Leute lossprinten und irgendwie verhedderst du dich so gedanklich. Was mache ich jetzt? Soll ich ihnen aufs Maul geben? Ist dein erster Reflex so? Ja, dann wird dir klar, sehr impulsiv. Dann wird dir irgendwie klar, das sind doch zu viele. Es sind auf jeden Fall mehr als du Finger in den Händen hast, vermutest du mal. Sind natürlich unbewaffnet, aber. Währenddessen ist da natürlich unser Richter dran, unser. Malorn dran. Ja, ich kann die Situation natürlich einschätzen und ich habe mit sowas gerechnet. Auf ihn, schnappt euch den Wiedertäufer! Er ist ein Mörder! Ein schönes Täuschungsmanöver. Willst du dein Potenzial einsetzen? Um jetzt was zu tun? Den Mob noch mehr aufzustacheln. Achso, ja, genau. Dann ich habe das Potenzial gewählt, um einen Mob aufzustacheln und bekomme
Ich glaube, zwei zusätzliche Würfel, richtig? Einen. So, ich muss gerade mal schauen. Lynchjustiz. Der Richter kontrolliert das Volk schon so lange, dass sie nur zu gut wissen, an welchen Hebeln sie ziehen müssen, um des Volkes Zorn zu entfachen. Er bekommt einen Würfel dazu. Charisma plus Führung. Schauen wir mal nach. Was habe ich bei Charisma plus Führung? 4 plus 2 sind nur 6. Ich würde auch gerne Ego ausgeben. Dreimal. Das musst du am Anfang der Runde bei Reaktion machen. Okay, gut. Dann bekomme ich einfach nur 8 Würfel. Ja, ich ziehe dir aber welche ab, tatsächlich. Beziehungsweise, nee, 6 nur. Weil die ja mit der anderen gerade unglaublich schlecht auf die Richter zu sprechen sind, ziehe ich dir 3 Würfel ab. Okay, dann habe ich nur 6 plus 1 sind 7 und du ziehst mit Reisen also 4. Oh yeah. Ja, du rufst auf jeden Fall die Yamada an, es scheint sie nur mal aufzustacheln. Und die Runde, also wir haben noch jeweils eine Aktion, also Erase hat natürlich seines verzögert. Und Dr. Johnny kann auch nochmal was machen, wenn er will. Er wird sich gegen die Häuserwand lehnen. Bald wird man die Geräusche hören, die die Straßen durchhallen. Das Leben wird aus einem herausgeprügelt. Vielleicht darf ich seine Leiche ausschneiden. Wichtige Gedanken, die Dr. Johnny macht. Erase! Der schaut so mit ein bisschen What the fuck zu zum Richter. Soll ich auch? Also mein Befehl war eindeutig. Ich habe zumindest alle hier im Umkreis habe ich eingestürmt, jetzt den Wiedertäufer zu töten. So töten oder? Hast du gesagt töten oder schnappen? Ja, schnappt ihn, er ist ein Mörder. Und du weißt, was auf Mord steht. Ja. Gut. Dann willst du hinlaufen. Ja, aber langsamer als nötig. Langsamer als... Gut, dann neue Ini. Willst du Ego einsetzen, Philippos? Schon, ja. Wie viel denn? 12? Das darfst du leider nicht. 3 darfst du trotzdem machen. Scheiße, stimmt. Erst wenn du die Hälfte Liebe erreicht hast, darfst du mehr. Okay, kurze Frage. Was macht das Ego? Das erhöht deinen pro Punkt Ego, den du einsetzt, einen Punkt Würfel mehr auf Reaktion plus Psyche. Und deine erste Aktion gibt so viel Bonuswürfel. Zum Beispiel, wenn du dich entscheidest, okay, ich renne jetzt weg, dann kriegst du so viel Bonuswürfel auf deine Athletik. Nein, ich nehme 2 Bonuswürfel. Also ich setze 2 Ego ein und ich möchte kämpfen. Sehr geil. Ein verzweifelter Blick in Richtung des Richters. Nachdem ich seine Worte vernehme, sehe ich nur noch rot, ja, wie ein Stier steigt in mir die Wut auf und, ja, ich bin halt so, ich muss meinen Gefühlen nachgeben. Gut, dann würfeln wir bitte mal, dann würfel bitte alle Würfe. Kamen sie schon, bitte dann hinschreiben. In Bezug auf Kämpfen, oder? Auf die neue Inni. Achso. Inni wird immer neu gewürfelt? Ja, jede Runde. Also jetzt addiere ich die beiden Ego zu meiner Initiative. Oh, das ist scheiße. Was war das eben? 5 Stück hatte ich, ne? Ne, 4? Ich glaube, ich hatte 4. Philippos hat 3. Bitte das Ego abstreichen. Also ich habe den in der letzten Runde so flankiert, ne? Gut, Philippos. Ja? Du bekommst von mir auf jeden Fall dein Ego sofort zurück, weil es gibt weniger, was zu deinem Potenzial besser passt. So Märtyrer, dich einem aussichtslosen Kampf zu stellen. Hardcore. Ja, glaube ich, 1W6 Ego tatsächlich sofort zurück. Ohne Umwege. Ja, dann würfel bitte 1W6. Schon ein geiler Typ. Auch wenn du natürlich gerade absolut auf die Gesetze irgendwie scheißt, Malorn. Schlechter Advokat. Naja, er ist halt ein Wiedertäufer, er ist halt genauso der Feind. Oh Gott, ich bin denke, ja... Denke, die Kulte sind nicht dein Feind, die sind nicht dein Feind. Die haben... Es gibt Bündnisse zwischen den beiden. Ja, du hast ja recht. Jetzt nicht mehr. Ich hab was Höheres vor. Dafür müssen Opfer gebracht werden, Philippos zum Beispiel. Gut, dann, wer ist am schnellsten tatsächlich? Das ist Erase. Oh, ich bin tatsächlich am schnellsten. Warte, ich hab's noch nicht geändert. Ich hab's noch nicht geändert. Du musst doch okay. 1/0 eintragen bei dir, Philipp. Okay, dann ist natürlich Philippos der schnellste. Oder dann Johnny ist der schnellste. 5. Johnny zögert raus.
Dann ist am nächsten ist das Philippos. Philippos will die 1 hinter deiner 3. Weil prinzipiell entscheiden, wenn bei Gleichstand entscheiden die Trigger, wer zuerst dran ist. Meine 1 eintragen, dann habe ich da 2. Nein, die 2, du hast 3, 1. Du zählst all deine Erfolge und die Trigger werden nochmal extra gezählt. Ah, okay. Du, was machst du? Du bist dran. Du hast nämlich 3 Trigger 1. Ja. Willst du einfach auf den nächsten Yamedana einprügeln irgendwie oder was willst du tun? Ja, doch, ich glaube, das passt am ehesten. Oh Gott, jetzt gibt's Gedärme. Jetzt hast du, glaube ich, beim ersten Schlag 2 Würfel mehr zum Zuschlagen. Mhm. Genau. Diese 2 Ego eingesetzt. Also, da ich Handhabung minus. Okay, erste Frage, auf was muss ich würfeln? Wenn du einfach nur einen Faust benutzen willst, ist dein Schwert ja nicht in der Hand tatsächlich gerade. Okay, dann möchte ich mein Schwert erst ziehen. Du willst jetzt gegen diesen unbewaffneten Mob deinen Bienen hinterziehen, okay. Ja. Wir haben angefangen. Ich sag doch, er ist ein verrückter Mörder. Wenn du die Waffe ziehst, darfst du tatsächlich in derselben Aktion noch agieren, aber mit einem Malus von minus 2. Okay. Also plus minus 2, ne? Also 0. Ja, würde ich so sein: Körper plus Nahkampf, minus 2 Handhabung, minus 2 Schnellziehen und plus 2 wegen Ego. Korrekt, also genau. Minus 2. Also Geschick plus Nahkampf und 2 Würfel Abzug aktuell auf den Wert. Um den ersten Yamedana da den Schädel einzuschlagen mit deinem Bienenhänder. In dem Fall 5. Ah, Moment, ich krieg mit dem Bienenhänder ja auch nochmal Abzug von 2 Würfeln. Die haben wir schon eingerechnet. Das sind 5 Erfolge. Und ein Trigger. Ja, und jeder Trigger ist 1:1 mehr Schaden. Ich glaube, genau, jetzt splittern ein paar Schädel. Ja, du siehst, du schwingst den Bienenhänder mit aller Kraft und der erste Yamedana, der läuft einfach komplett hinein und du halbierst ihn förmlich. Baumdecke wird aufgerissen. Blut spritzt, er schreit auf, fällt zu Boden und der restliche Yamedanische Mob brüllt ebenfalls auf, aber vor Wut und stürzt sich auf dich, Philippos. Mhm. Und viele, viele Fäuste prasseln auf dich ein. Die Leute schnappen sich irgendwelche Waffen, die hier rumliegen, irgendwelche Sachen, Dachschindeln. Ich finde, dafür brauchen sie eine Aktion länger, um sich von irgendwo neben sich zu greifen. Das ist ja nicht aufzunehmen, ist minus 2 kriegen sie drauf, für alles, was sie machen. Ja, aber das ist ja noch die Schritte dahin machen und das aufheben. Das ist ja mehr als nur jetzt eine Waffe vom Körper ziehen. Also man kann sich bewegen und eine Aktion vollziehen. Das ist alles verknüpft hier. Genau, aber dann ist ja noch die Bewegung zusätzlich mit Negativwürfeln behaftet. Stimmt, aber gibt ja auch nochmal 2. Oh. Minus 4 ist schon. Und dann hast du dann jemanden, der dann vielleicht 1 oder 0 Würfel hat. Das heißt, da werden viele Leute gar nicht angreifen diese Runde. Ja. Da hast du recht, also ich kann einfach mal ausgeben, dass sich irgendwie 3 Leute finden werden, die dich realistischerweise angreifen können mit 2 Würfeln jeweils. Mhm. Aua! Der nächste! Was für eine aktive Verteidigung hast du, Philippos? Und wo finde ich das? Das ist, du bewegst dich und bist auf den Beinen, das heißt, du hast 2 Punkte. Ist da nicht bei Gleichstand die Parade geschafft? Nein, das bei passiver Verteidigung muss ich nur gleich würfeln. Ah, okay. Also einer trifft dich, dass ich mit der Faust irgendwie, lass mal kurz gucken, was hat der für Kraft plus Stärke? Nicht so viel. Was hast du da in Rüstung? Keine mehr, da ich den Ledermantel abgegeben habe. Okay, das ist natürlich doof für dich, dann kriegst du 3 Ego. Eine Frage, er hat mir den Bienenhänder zugeschlagen. Hatte der Bienenhänder nicht noch einen Nachteil, dass er irgendwas noch würfeln musste? Er ist außer Balance. Was bringt ihm das, wenn man mit dem Bienenhänder zuschlägt, außer Balance ist? Genau, du kannst natürlich sagen, du lässt Bienenhänder fallen und kämpfst mit dem Dolch weiter, wenn du willst. Nein! Oder? Wäre nur halb so episch. Was passiert denn mit außer Balance jetzt? Erklär mir das doch mal. Ich meine, ja, er kann die Waffe fallen lassen, aber was denn andere Alternativen, außer die Waffe direkt wegzuschmeißen? Eine Aktion, um die Waffe wieder unter Kontrolle zu bringen. Ah, das heißt, große Waffen hier schlagen anscheinend nur alle 2 Runden einmal zu, beziehungsweise alle 2 Aktionen, weil sie eben außer Balance sind. Was denn? Wenn du drei Trigger hast, also den Wert, der bei Wucht steht, dann schaffst du es, die Waffe sofort wieder unter Kontrolle zu haben. Die dann Trigger brauchen wir zwei bei mir, weil ich habe Wucht 2 auf den Bienenhinder. Wucht genau. 2? Oh. Ja, dann ist das kein Problem. Du hast aber nur einen Trigger. Einen Trigger gewürfelt, ja. Ja, dann nicht. Das heißt, ihm fehlt ein Trigger und deswegen ist er jetzt außer Balance. Ja. Okay. Gut, dann kriegst du auf jeden Fall 3 Ego-Schaden und ich würde aber sagen, du kriegst jede Runde 1W6 Ego wieder, sondern du gegen diesen krassen Überschall-Mob kämpfst. Wie viel Ego-Schaden kriegt er jetzt? 3. Und damit gehen wir in die nächste, ist der Advokat dran.
Ah, kurze Frage. Ich hatte eine 6 gewürfelt und damit mein Ego von 12 natürlich auf 18 erhöht. Ziehe ich jetzt von dem natürlichen Wert oder von dem erhöhten Wert ab? Wie ist nur vom maximalen? Es gibt nur einen maximalen Wert, du kannst nicht darüber gehen. Ah, okay, verstehe. Gut. Leider kein Overheal. Ja. Ich sage am Anfang jeder Runde was wieder von mir, das ist... Du kämpfst jetzt natürlich einen krassen Überzahlkampf. Mal gucken, wer dich zuerst, ob sie dich zuerst totprügeln oder ob du zuerst genug Leute tötest, dass sie fliehen. ich vermute, du bestirbst hier einfach. Ja, aber die Sache ist, er hat eine Frage noch. Philippus hat ja noch eine Aktion grundsätzlich übrig. Er hat ja 3 Schläge 1 geholt. Das heißt, damit kann er doch versuchen, sein Ungleichgewicht auseinanderzubringen, oder? Pro 2 Trigger. Ah, pro 2 Trigger. Okay, dankeschön. Ja. So, dann ist Malorn dran. Im Namen der Gerechtigkeit, bringt ihn zu Fall, für die Richter. Also das wird auf jeden Fall, egal was du würfelst, ein paar von diesen vom wütenden Mob davon abbringen, auf Philippos einzuprügeln, weil sie denken, ja, für die Richter, da machen wir doch nichts. Erase. Ja, da gibt's ja hier so eine schöne Gasse, ne? Ja. Ich würde gern sprinten und von hinten diese Gasse gucken. Klar, beweg dich. Würfel mir eine Probe auf Athletik. Immer und immer wieder für die Richter. Für die Gerechtigkeit. Ja, du wirst auf jeden Fall hören, dass du bist ja in Hörweite dieser der Kaserne. Die werden jetzt auch Leute schicken demnächst. Da werden jetzt demnächst hier wahrscheinlich ein Dutzend Richter aufschlagen, wenn nicht noch mehr. So, neue Runde. Diesmal möchte ich gerne 2 Ego ausgeben. Du kriegst erstmal ein W6 Ego wieder. Also, nee, ich nicht. Ja, unser Märtyrer kriegt ein W6 Ego wieder. Ja. Damit dürftest du wieder auf minus 1 sein, oder? Damit bin ich wieder bei 12, ja. Warum, das kann doch nicht sein, du hast 5 ausgegeben. Du hast 2 ausgegeben, 3 kassiert und... Pass in mein Leben. Dann bitte, Philippos hat schon gewürfelt, oder? Hat er noch nicht. Übrigens kein Erfolg beim Reaktion plus Psychiater, der haltet diese Runde weg. Dann wirf mal deine Leute. Warum, das auf 2 Punkte ausgegeben, oder? Nein, das war nicht ich. Ich. Das war Erase. Ach, du gibst kein Ego aus, Philippos. Nein, ich gebe heute kein Ego aus. Das ist natürlich sehr gefährlich für dich. Wird schon. Ja, wird schon. Du bist bei 4, oder? Korrekt. Und bitte alle den Wert korrigieren, den sie haben. Einwurf. 4-0. Nee, Philippos meine ich. Da. Das ist mein Wurf. Ne, Philippos mal nicht. Da. 1. Du bist der Spielleiter. Mit 1-0 bist du heute nicht gut dran. 1-1. Ah, nee, 1-1. Gut, Philippos ist natürlich der Erste mit 4-0. du musst die Waffe einfangen. Ja, richtig. Die Waffe einfangen. Und dann müsste ich noch eine 2. Aktion haben, richtig? Nee. Okay, gut. Da brauchst du 2 Trigger für eine zusätzliche Waffe. 2-6. Gut. Do, Johnny! Ja, Johnny macht das, was ein Johnny so tut, ne? Man macht nochmal 2-3 Schritte in die Richtung. Erase! Ich möchte in die Gasse reinrennen. Ja, du läufst in die Gasse rein und kannst dich auch gerne, wenn du willst, umgucken ein bisschen. Wir mal mit minus 2 Wahrnehmungen. Ja, also Normalwahrnehmung, weil ich ja 2 Ego ausgegeben habe. Ah, dann natürlich dann mit 2 Normalwahrnehmungen. Beats schlitterst in die Gasse hinein, du bist ja gesprintet. Guckst dich schnell um, du irgendwas dir hier auffällt. Nö. Guckst dich schnell um. Oh, eine Gasse. Interessant. Da liegen der Boden ist bedeckt mit diesem typischen Roststaub, der hier überall zu finden ist. Ein bisschen dicker die Schicht vielleicht. Ein paar an den Wänden sieht man die typischen neandertalischen Verzierungen. Fenster sind geschlossen. Auch eine unauffällige Gasse. Nichts Besonderes. Währenddessen sind dann die Typen dran, die auf dich einprügeln. Ich würde sagen, es kommen insgesamt 5 Typen an dich ran. Die greifen dich jetzt auch an, tatsächlich. Der erste? Gibt es einen Überzahlbonus? Gibt es einen Überzahlbonus in diesem System? Jo. Gar nicht so gut. Das sind dann 1, 2, 3 Treffer. Das sind dann 3 und 4 Fleischwunden.
Was passiert, wenn er jetzt irgendwie eine Panzerung von 2 hätte? Dürfte dann von jedem Angriff 2 Punkte abziehen? Ja. Ah, okay. Du kriegst also die Panzerung ist dann super stark. Ja, klar. Du kriegst 10 Fleischwunden. Okay. Dein Fischer triggert. Ja, das ist richtig. Ich habe also insgesamt 24 Lebenspunkte, ja? Weil du kommst auf 24 Ego minus 12 Ego. Du kriegst kein Ego-Schaden, du kriegst Fleischwunden. Ah, okay. Gut. Die greifen dich jetzt natürlich mit materiellen Dingen an, nicht nur mit Fäusten. Zwar einfachsten Waffen, aber irgendwelche Dinge, die vom Boden aufgehoben haben, ne? Ja. Wie viele Fleischwunden hast du? Ich habe 10 Fleischwunden, exakt. Dann bist du noch nicht im Bereich drin, dass du Erschwernis kriegst. Für jeden Traumaschaden, den du jetzt kriegst, kriegst du minus 1 auf alles. Du darfst jetzt aber so viel Ego einsetzen, wie du willst, tatsächlich. Gut, dann ist natürlich der Advokat dran. Ja, der brüllt weiter, richtet ihn, richtet ihn. Blut läuft überall wieder runter. Tut richtig weh, Philippos. Mhm. Eine Ziegel hat dich an der Schulter getroffen, geprellt. In deinem Bein steckt irgendwie ein Messer drin. Es tut höllisch weh. Ich sink auf den Knie nieder. Und wir gehen in die neue Runde. Wie viel Ego willst du ausgeben in deiner finalen Runde wahrscheinlich? Dann alles. 11. Ich darf wieder regenerieren, oder? Stimmt. Aber ich empfehle dir, gib nicht alles aus, das klappt so zusammen. Dann gibt's jetzt 11 aus, dann hast du noch einen übrig. Ja, ich gebe 11 aus. Dann hast du 16 und dafür 12 Würfel und 4 Autoerfolge. Glaube ich. 4 Auto, 4 plus. Das ist natürlich bitter. Kein einziger Trigger ist natürlich sehr bitter. Du bist als erster dran, aber. Trigger nur, oder was? Ja. Das ist sehr, sehr bitter jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, dass du nur keine Aktion hast. So, ich investiere nochmal 2. Ich hab 7 Trigger, 1. Gut, dann ist natürlich als erster ist Philippos dran. 5 Schräger 0. Nee, du hast 8 Schräger 0. Ach, die werden dazu gezählt. Okay, die werden dazu gezählt. 9 Schräger 0 sogar, aber es spielt keine Rolle. Dann, was willst du denn tun? Ja, ich teile noch einen vernichtenden Schlag mit dem Bienenhänder aus. Denk dran, du bekommst plus. plus 11 Würfel. Ja, also insgesamt hast du hast ja normalerweise 7 Würfel, hast minus 2 sind 5, plus die 11, die du ausgegeben hast, sind 16, also 12 Würfel, 4 Autoerfolge. Dann würfel mal 12 Würfel bitte. Jawohl. Das sieht so gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Erfolge und 4 Trigger. Wenn du jetzt leichtgängig hättest mit deiner Waffe, dann wäre das richtig tödlich. Du bist nämlich nochmal. Mit minus 2. Egal. Man sieht, wie Philippos aufbrüllt, sich nochmal aufrichtet sozusagen. Und dann mit seiner Waffe ausholt und allein weil es episch ist, einen Jermedaner durchbohrt und den anderen ebenfalls aufspießt. 2 Jermedaner hängen jetzt an seinem Biegenhänder dran. Johnny, was machst du? Du hörst Gebrüll aus der Gasse. Ja, es wird Zeit für eine allgemein ärztliche Nasenkontrolle und so wird der Dr. Johnny einfach mal mit dem linken Zeigefinger in seinem rechten Nasenloch bohren.